Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr habt mich gefragt, wie sieht meine Basis aus? Kann ich die Basis mal zeigen? Und jetzt nach langer Zeit bin ich dann endlich auch mal dazu gekommen, ein Video zu machen. Und zwar werde ich heute mal meine Basis zeigen, aber bevor wir damit starten, würde ich gerne noch mal auf meinen Clan eingehen, denn ich habe seit heute meinen eigenen Clan. Der Clan nennt sich Resistance Fighters, was auf Deutsch Widerstandskämpfer heißt. Ihr könnt diesem Clan beitreten, indem ihr in meinen Discord-Server kommt. Dort könnt ihr dann eine kleine Bewerbung schreiben. Und dann war es das eigentlich auch schon. Dann seid ihr im Prinzip schon hier ein Mitglied. Bis jetzt ist hier noch nicht viel los. Es ist bis jetzt nur ein weiteres Mitglied mit drinne. Ich hoffe mal, dass sich das in den nächsten Tagen ein bisschen füllt. Und ja, das ist so der Clan, den ich jetzt aufgemacht habe, der jetzt offiziell für alle auch zugänglich ist. Wichtig ist, was man jetzt noch sagen muss, ist, dass es ein deutschsprachiger Clan ist. Heißt, dass dort eigentlich nur deutschsprachige Mitglieder auch gewünscht sind. So, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hinten und gehen dann von vorne durch. Kommt drauf an, wo hinten ist. Ich würde jetzt einfach mal nach hier oben gehen. Also erstmal werde ich jetzt meine Basis so zeigen, wie sie aufgebaut ist. Ich habe hier oben ein paar Level 2 Wände. Ich wurde auch gerade eben angegriffen, deswegen liegen hier auch ein paar Zombies rum. Also hier oben habe ich Level 2 Wände. Die hatte ich eigentlich mal so gebaut, weil ich da Level 3 Wände reinhauen wollte, was sich dann aber erledigt hat, denn ich habe jetzt Level 4 Wände. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten, denn ich habe hier, man kann sagen, fast eine komplette Base aus Level 4 Wänden. Mir fehlen hier noch ein paar Mauern, genau genommen 3 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Wenn diese dann auf Level 4 sind, kommt hier erstmal keiner an meine Kisten ran. Und ja, das ist so der Aufbau meiner Basis. Ich habe hier im Mittelpunkt sehr gut gesichert meine Schusswaffen. Das werde ich euch nachher auch zeigen. Und hier sind dann auch noch Sachen, die gut gesichert sein sollten. So, ich habe hier ein paar Gänge noch gebaut. Das war noch von damals. Da standen haufenweise Kisten. Seit dem Update mit den Kisten, die man übereinander stapeln kann, hat sich das Ganze dann auch erledigt. Wir haben hier erstmal noch ein paar ja, Teile für zusammengesetzte Baustellen, zum Beispiel Chopper oder so, oder Säurebad. Da braucht man ja die Pleuelstangen, und deswegen habe ich hier hinten so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal grob, den Müll gelagert, der nicht wirklich viel Wert hat. Dann kommt hier so eigentlich das Zeug, was ich überhaupt nicht brauche, beziehungsweise was in den Recycler kann. Man könnte jetzt hier das Kupfer noch in eine andere Kiste packen. Allerdings bin ich da noch nicht dazu gekommen, und fürs Erste brauche ich das Kupfererz auch gar nicht, denn ich habe genug Kupferbarren, was wir dann auch gleich sehen werden. Hier ist so der Raum, wo ich dann, wenn ich mal mir Zeit dafür nehme, auch mal Stahl verarbeite. Da hatte ich hier eigentlich mal eine Kiste mit Kohle. Mittlerweile ist ja nur noch einmal Kohle drin, und der Rest ist auch wieder total unübersichtlich und auch unsortiert. Ich müsste tatsächlich mal meine Basis wieder sortieren. Ich gebe es zu. Aber ja, also man sieht, hier ist im Endeffekt nichts Besonderes drin. Es ist ja auch noch nicht wirklich gesichert hier. So, dann kommen wir zur ersten Kiste, die relativ gesichert ist. Und zwar sind das hier haufenweise Kabel, Bolzen, Klebeband, Gummiteile und Kugellager, was man eigentlich alles in seiner Basis genug haben sollte für Baustellen oder für irgendwelche Terminals in anderen Gebieten. Das gleiche haben wir nochmal in der Kiste ein bisschen vermehrt. Ich habe hier auch ein paar Linsen drinne. Die braucht ihr für Waffenmods beispielsweise. Im Moment fällt mir gerade nichts anderes ein, wofür man sie sonst verwendet. Nägel habe ich hier wieder drinne, Bolzen, Transistoren habe ich hier auch sehr viele. Und ja, das sind so die beiden Kisten, wo hauptsächlich dieses Zeug drinne liegt. Dann kommen wir zur ersten interessanten Kiste, und zwar ist das die hier. Da habe ich Glühbirnen und Batterien hauptsächlich drin. Batterien kann man gut recyceln, bekommt man ungefähr 5 Kupferbarren raus, wenn man Elektronik auf Max hat. Ich habe jetzt hier 5 Kupferbarren für 20 Kameras bekommen. Und ja, wir sehen hier dann im Ständer stehen, liegt beziehungsweise liegt hier Steinziegel. Die brauche ich zum Aufbauen. Allerdings hatte sich das Ganze ja jetzt sowieso erledigt wegen den Metallwänden. Deswegen werde ich mal schauen, was ich damit anstelle. Wenn nicht, lasse ich es einfach da drin liegen. Wenn ich es nicht weiter brauche, brauche ich ja auch nichts weiter einlagern oder bei Raids mitnehmen. Dann haben wir hier eine Kiste voll mit
Federn. Warum steht die Kiste hier? Ganz einfach, wenn ich Waffen recycle, dann ergibt sich meistens sehr viele Federn aus den Waffen und die werde ich dann einfach gleich mit hier einlagern. So, da kommen wir zur ersten Klamottenkiste bzw. Rüstungskiste. Hier habe ich ein bisschen was an Rüstung drin, was nicht wirklich großen Wert hat. Normalerweise könnte die Kiste auch weiter außen stehen. Aber ja, also ich habe hier so ein paar Sachen drin. Das hier ist so meine Ticketkiste, hauptsächlich von Raids bekommen. Dann habe ich hier meine Kiste mit Energy Drinks und halt so kleineren wertvollen Loot, wie zum Beispiel Luftfilter oder hier Reparaturkits oder Schaltkreise. Ja, genau, oder halt eben noch Trockenfutter oder Leckerli für Hunde. Dann habe ich hier noch eine andere Kiste, da ist relativ viel Farbe drin, zum Chopper färben oder für anderweitige Verwendungen. Hier unten habe ich dann mein Kupfer und mein mehr oder weniger noch nicht verarbeitetes Metall. Das Ganze ist dann hier in dieser Kiste verarbeitet und wird dann zum Bauen für zum Beispiel Metallwände benutzt. Hier habe ich mein C4-Lager drinne, Carbon Composite, haufenweise Bunker-Z-Karten. Die Bunker-Z-Karten sind auch von den Raids. Bekommt man eigentlich relativ selten, aber wenn man mal welche bekommt, dann sind es meistens so 20 Karten mit einmal. Dann habe ich hier oben meine Kiste mit Benzin und Verbandkästen bzw. Verbänden. Direkt daneben steht die Kiste mit dem Essen und dem Trinken bzw. auch hier unten sieht man noch Truthähne. Und dann war es das so mit diesem Abteil, nicht wirklich wertvoll, außer das C4. Und ja, dann kommen wir gleich mal zum nächsten. Und zwar habe ich hier eine Kiste mit Schrotflinten und AK. Dass hier jetzt ein paar andere Waffen mit drin sind, ist einfach lagerungsbedingt der Grund gewesen, dass sie jetzt hier auch drin liegen. Daneben haben wir einen Rüstungsständer mit 4x Guandao. Den gibt es meistens zum chinesischen Neujahr-Event, für die, die es nicht wissen. Daneben haben wir eine Kiste mit relativ wertvollen Schlagwaffen. Wobei man sagen muss, dass Brechstange oder Hackmesser nicht wirklich wertvoll sind. Sie liegen jetzt hier einfach mit drinne, weil sie meistens beim Bunker-Clearen übrig bleiben und ich sie zufällig eventuell mit nach Hause nehme. Und dann muss ich die erstmal in irgendwelche Kisten packen. Darunter haben wir die Kiste mit den Glocks. Hier sind auch wieder ein paar M16 drinne. Ich weiß, die gehören normalerweise nicht mit rein. Sind hier zufällig mit drinne. Also wir haben hier Signalpistolen, improvisierte Pistolen, Glocks und Revolver. Daneben haben wir Uzi und M16 gelagert, auch wieder ein paar andere Waffen mit drinne. Und daneben haben wir die wertvollste Kiste an Schusswaffen, und zwar haben wir Milkor, Scar, Minigun und VSS. Hier unten haben wir dann auch noch mal ein paar Disketten, Adrenalin und Karte des Inspektors. Daneben haben, beziehungsweise dahinter haben wir ein Lager mit SWAT-Rüstung. Daneben haben wir Lager mit ja, taktischer Rüstung und SWAT-Rüstung. Und hier haben wir dann wieder so alles ein bisschen gemischt und ein paar Tauchermasken. Das ist dann so das eigentlich Wertvollste aus meiner Basis. Hier haben wir dann noch eine einzelne Kiste stehen mit Bauplänen, eventuell für Umtauschen im Bunker. Mache ich eventuell noch ein Video dazu. Dafür reicht die Menge aber nicht, da muss ich noch ein bisschen sparen. Da habe ich dann hier dicken Stoff und Leder, Uhren und Geschützteile. Warum das hier alles in einer Kiste liegt, ist dem Zufall überlassen gewesen. Ich habe es jetzt einfach drin gelassen und nicht weiter umsortiert. Dann kommen wir hier unten zu dem Schränkchen, was hier steht. Und zwar ist hier mein Holz drinne, mehr oder weniger verarbeitet. Ich packe das dann meistens hier drüben rein und wechsle das dann aus. Ist schnell gemacht, gerade weil die Kiste auch hier steht. Und daneben habe ich dann auch gleich meine Kiste mit Stein. So, dann kommen wir mal hier in diesen Hof, nenne ich es jetzt mal. Da haben wir eine Kiste, die eigentlich total wertlos ist, außer die Kugellager. Das ist meistens eine Kiste, die stelle ich, wenn ich angegriffen werden kann, raus, damit ich auch Fußspuren bekomme, falls ich angegriffen werde. Daneben haben wir zwei Safes stehen, beide sind gepaid. Auch wieder Motorteile, Karte des Inspektors und ein paar Disketten. Dann haben wir hier ein paar Schlagwaffen, die keinen Wert haben eigentlich. Also für mich gibt es dafür keine Verwendung, außer eventuell Schädelspalter. Also die hier sind ausschließlich nur für zum Beispiel für die Söldner gedacht. Darunter haben wir dann eine Kiste mit Gasmasken. Da haben sie sich mittlerweile so viel angelagert, dass ich mir gedacht habe, mache ich einfach eine extra Kiste. Dann kommt hier ein bisschen was an Plastik- und Satellitenschüsseln. Hier wieder so ein bisschen gemischt. Hier haben wir ein bisschen Tierleder, Gold, wieder ein bisschen Rüstung und Alkohol. Pleuelstangen, also Fahrzeugteile kann man sagen.
Und hier haben wir auch wieder ein paar Fahrzeugteile. Dann habe ich hier meine Werkbänke stehen. Da verarbeite ich meistens Alu. Sieht man jetzt auch, hier ist ein bisschen Alu drinne. Hier meine Steinwerkbänke. Garderobe steht hier oben. Und hier habe ich die beiden Schaufensterpuppen. Und ja, dann haben wir hier noch das Säurebad. Auch gefüllt mit ein haufenweise Schädelspalter. Hier ist meine Waffendrehbank mit meinen aktuellen Mods. Kann ich ja mal hier so schnell so durchswitchen, damit man mal einen kleinen Einblick hat, was ich eventuell schon habe. Winchester habe ich übrigens noch keine Mods gemacht, weil diese Waffe für mich ja sehr unproduktiv im Spiel ist. Deswegen arbeite ich mit der auch gar nicht. Hier hinten habe ich zwei Geschütztürme, die habe ich einfach mit reingestellt, weil ich sie draußen irgendwo hinstellen möchte und hier drin auch noch Platz war. Und ansonsten war es das mit meiner Basis. Im Bunker gibt es dann eventuell auch noch ein bisschen was zu sehen, viel auch nicht. Da liegt meistens nur Rüstung, eventuell Tickets und ein paar Waffen drin von den Kisten unten. Hier draußen habe ich dann noch so für den Raider zum Einsperren ein bisschen was gebaut, was irgendwie nicht geklappt hat. Deswegen gibt es davon auch kein Video. Im Pickup-Truck, das kann ich auch nochmal zeigen, ist, soweit ich mich erinnere, kaputte Rüstung drinne, die eventuell auch bei den Raids geklaut wird. In der Leiche hier packe ich auch meistens meinen Müll rein, den ich überhaupt nicht mehr brauche. Und ja, das ist so meine Basis. Hier vorne die Raider. Eventuell ein neues Video, wenn ich sie töte. CB-Funk steht direkt hier vorne. Hier die zwei Beete. Und hier haben wir dann auch gleich den, ja, den Hundezwinger. So, das war meine Basis jetzt mal so in Kurzfassung, ohne es wirklich auseinanderzunehmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video weiterhin gefallen. Wie gesagt, Clan Resistant Fighters müsst ihr bei mir auf den Server kommen. Ihr könnt eine Einladung schicken, beziehungsweise eine Bewerbung. Da gibt es auch ein Dokument. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.